krass, dass man noch nicht mal das Schild da sieht, wenn man nur vorbeifährt. Ja, wie ihr seht, kämpfen wir uns gerade durch den Nebel. Wir sind auf dem Weg an die Mosel, nach Klotten. Gehen in den Wild- und Freizeitpark Klotten, mal wieder. Wir waren ja dieses Jahr schon mal da. Da wir aber heute zwei Babys und ein Kleinkind dabei haben, werden wir uns eher auf den Tierparkteil konzentrieren. Weniger Achterbahn fahren. Und wenn ich mir das Wetter so angucke, Wildwasserbahn wahrscheinlich schon gar nicht, oder? Nein. Besonders nicht diese Wildwasserbahn, weil die ist ordentlich nass. So, mal gucken, ob wir den Weg durch den Nebel auch noch finden. Wie lange ist noch? Halbe Stunde. Halbe Stunde noch, oh Gott. Es ist kalt. Wow. Der Andrang hält sich auf jeden Fall in Grenzen heute. Kommt noch, warte mal. Nom, 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 nom. Lass uns die Flugschau gucken. Ah, oh, man sieht gar nichts. Krass, ey, normalerweise hat man hier die übelsten Ausblick. Das sieht gemütlich aus, oder? Das sieht gemütlich aus. Ab geht's! Ich nehme jetzt die Verfolgung auf. Ah. Also die Achterbahn fährt jetzt. Ich guck mal, dass wir gleich mal eine Runde reinkriegen. Aber erst mal fahre ich jetzt hier Pferdchen und suche das Kind. Das ist irgendwie verschollen. Gut festhalten, ne? Kein Spaß mehr. Spaß pur. Sollte man sich Gedanken machen, dass hier bei der Pferdchenbahn erstmal 12 Notrufnummern stehen. Wir wollten eigentlich längst was essen gehen. Dann hat das Ding aber zu. Und wenn das Kind eine Rutsche sieht, dann muss das Kind rutschen. Ready? Ah! Ah! Ich komm weiter. Oh. So, Achtung. Warte, machen wir jetzt so. Anton, lehn dich mal an. Die Festhalten und dann? Und dann? So, ich wollte mal sagen, wollt ihr jetzt einen Luftdruck noch? Ah! Pass auf. Siehst du überhaupt was? Mehr! Mehr! Was stimmt denn nicht mit denen, denkt sich da erstmal? Ah! Ich kann es laut schreien, Alter! Okay, hör mal auf. Oh! Wow! 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 Bei einer war es zwischenzeitlich kurz die Haftung verloren. Ja, ja, kurz abgehoben. Nochmal!
Problem. Wann kommt unser Gefährt? Bei der Wasserbahn war es krass, als wir damit gefahren sind. Das ist nicht einfach nur ein Schwall Wasser, sondern es regnet einfach danach immer weiter. Also bestimmt so 3 Sekunden wirst du immer weiter nass. Ja, schnell los hier. Der Andi ist ein richtiger Achterbahn. Ja, total. Ist alles. Für ihn kann es gar nicht hoch und schnell genug sein. Wie ich das mag. Geht das noch weiter? Die hält doch nicht mal an, die Kante. Oh, ah! Schöner Ausblick, jetzt ist auch kein Nebel mehr da. Ja, wunderschön. Sitzarschspürung wurde aufgehoben. Es ist ja immer noch nicht. Schön. Wunderbar. Da muss ich fast ein bisschen weinen. Schon wieder ein Riesenspaß hier. Ich habe ihn getroffen. Ich sitze jetzt hier im Klotti Freefall Tower. Hey. Und jetzt geht's ab. Wow. Die Mütze. Warte! So, jetzt kein Kind mehr da. Oh, shit! Eigentlich hasse ich dieses Ding. Wie hoch geht das noch? Nass geworden. Das Teil ist einfach nur krank. Warum macht man sowas? Und warum gehe ich da drauf? Die wichtigste Regel beim Trampolinspringen: nicht mit der Zunge zwischen den Zähnen springen.
Oh. First try. Ja, ich mach ja schon. Achso, nicht zu dritt. Panik. Tschüss, Welt- und Freizeitparkklotten. Guck mal, da sieht man die Mosel. Was? Sag tschüss, Klotten. Klotten. Anton, sag mal. Tschüss, Klotten. So macht man das. Tschüss.